siehst alles, was du machen kannst. Zeige mir, wie stark du bist. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Fahrradfahrer, und willkommen in Neustrelitz in Mecklenburg-Vorpommern. Was mache ich heute in Neustrelitz? Ja, also heute ist der Tag. Ich bin von Berlin, in Berlin gestartet, und ich fahre direkt nach Norden. Heute ist mein Ziel Kopenhagen. Und ja, das ist die Haupttour des Jahres für mich sozusagen. Zusammen mit Prag und der Jested. Und ja, heute habe ich mich entschieden und ich möchte heute fahren, obwohl die Bedingungen nicht optimal sind. Ja, leider ist heute eine Windwarnung angesagt, Wind vor Nordwesten, und die Prognosen haben leider gestimmt. Aber ja, also wir kennen das, mein Fahrrad auch, und wir fahren einfach ein bisschen langsamer. Obwohl heute, also ich bin ein bisschen schneller, weil zum Glück habe ich weniger Wasser im Rucksack. Es ist nicht mehr so heiß wie letztes Mal. Heute ist 20 Grad, es wird ein bisschen kalt, und in Dänemark wird es sogar regnen morgen früh. Ich bin gespannt. Also die Strecke. Ich habe lange überlegt über die Strecke, vor allem die Strecke nach Rostock. Weil, also ich die Alternative fahre, entlang den Berlin, Kopenhagen zu fahren, also Krakow an See, Röbel, Güstrow. Aber ich hatte keinen Bock irgendwie. Ich habe bevorzugt, eben also nach Oranienburg zu fahren, Löwenberg, Dannenwalde, Granse zuerst, Fürstenberg an der Havel, jetzt bin ich in Neustrelitz. Und ich fahre weiter nach Machin. Also ich war schon bis hier mit dem Fahrrad, und von hier ist alles neu für mich. Das war auch ein Grund. Ich fahre jetzt durch eine Gegend in Mecklenburg-Vorpommern, die ich nicht kenne. Ich fahre nach Machin, wie gesagt, und dann leider komplett in Gegenwind in Richtung Nordwesten nach Teterow, Lage und dann Rostock. In Rostock nehme ich die Fähre. Ich werde wahrscheinlich die erste Fähre morgen früh nehmen, also 3 Uhr oder 4 Uhr, muss ich gucken. Und dann fahre ich nach Getzel.
Und von Gedsted fahre ich den direktesten Weg nach Kopenhagen, nach Nykøbing, Køge und Kopenhagen. Insgesamt werden mehr als 400 Kilometer, weil ich werde auch eine Runde in der Stadt machen, wenn es geht. Ich bin mega gespannt. Also mein Hauptgefühl ist die Angst. Angst vor dem Scheitern und Angst vor der Nacht auch. Aber ich habe viel gelernt letztes Mal. Ich habe mehr Klamotten mitgenommen. Und ja, jetzt genug geredet, fahren wir einfach weiter. Und ja, kommt alle mit. Bis später. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind zwischen Neustrelitz und Machin und ich bin sprachlos. Wir sind in Mecklenburg-Vorpommern und hier seit Neustrelitz, also von Neustrelitz in Richtung Machin, ist ein komplett neuer Radweg. Ich freue mich so sehr. Man rollt so gut. Es geht ein bisschen bergauf, bergab, aber wenn der Untergrund so toll ist, also es ist wirklich ein Genuss. Ich habe gesehen, in Komoot, die schlechten Wege kommen in Tetero, zwischen Tetero, also Machin und Tetero auch. Mal gucken, aber das war schon cool hier. Leider, die schönen Straßen sind vorbei hier. Es hat ein bisschen geregnet, aber anscheinend ist es schon vorbei zum Glück. Es war wirklich nur Sprühregen. Und hier fängt wirklich, also der Plattenweg, den ich gerade gefilmt habe, empfehle ich auch nicht. Und hier wird auch ein schlechter Weg, er war auch in Komoot ausgezeichnet, bezeichnet als schlechter Weg zwischen Schwand und ja, weiter in Richtung Norden. Aber ich wollte keinen Umweg machen. Mal gucken, also ich lasse mich überraschen, mach nichts. Das ist eine schlechte Überraschung. Ich hatte geguckt und auch diesmal in Komoot war kein Schotterweg. Ich schaue mal, ob ich jetzt einen Umweg mache oder es ist nur zu kurz. Ich schaue mal. Okay, es sieht ungefähr 5 Kilometer aus. Ich fahre. Geschafft, ich bin wieder auf Asphalt. Die Landschaft ist wunderschön hier, typisch Mecklenburg-Vorpommern. Und ehrlich, ich habe diesen Schotterweg bevorzugt, als der Weg auf schlechtem Asphalt. Es war besser fahrbar. Aber jetzt sind wir wieder auf Asphalt und wir fahren in Richtung Stevenhagen und Machin. Besser so als die Itze. Wunderschöner Weg hier in Richtung Machin und ich sehe ein bisschen blauen Himmel. Vielleicht fahren wir ins schöne Wetter. Heute Abend in Rostock sollte sonnig sein. Ich freue mich. Aber jetzt seit einer Weile fahre ich direkt nach Nordwesten, voll in Gegenwind. Ja, ich habe es mir ausgesucht natürlich, aber ich habe auch nicht so viele freie Wochenende. Ich muss einfach das Wetter nehmen, wie es ist und einfach fahren. Ich hatte eigentlich eine Tour nach Tschechien noch, also ich habe noch eine Tour in den Bergen, in die Berge nach Tschechien. Aber so nach Windkomfort Nordwesten und nach Südosten zu fahren, komplett im Rückenwind, sogar mit der Windwarnung. Es ist ein bisschen wie Schummel oder ein bisschen, also das Ziel wäre geschenkt, das gefällt mir auch nicht. Und aber mein Fahrrad fährt gut,
24 Kilometer vor Teterow. Vielleicht heute Abend sind wir schon in Rostock. Teterow erreicht eine wichtige Etappe, 180 Kilometer circa, ungefähr 60 bis Rostock. Schon das zweite Mal dieses Jahr, dass ich nach Rostock fahre. Ich freue mich. Es ist vielleicht meine Zweitlieblingsstadt an der Ostsee oder erste. Ich war in Rostock, als ich nach Warnemünde gefahren bin, und diesmal geht es weiter. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind 42 Kilometer vor Rostock, 190. Ich habe spekuliert, die letzte Fähre heute Abend zu nehmen. Aber wahrscheinlich schaffe ich es nicht, also der Wind ist zu stark und es geht schon bergauf, bergab. Aber wir machen unser Bestes. Und ja, kleine Pause, es ist meine zweite Pause. Es geht gleich wieder los, ich bin mega gespannt. Schaffen wir es doch! Ich schaffe es nicht mal bergab zu fahren. Hier vor Rostock ist der Wind. Ich bin nie gegen einen solchen Wind gefahren. Zurück, liebe Freunde, ich kann es noch nicht glauben. Ich habe es geschafft, nicht mal die letzte Fähre zu nehmen. Ich nehme die vorletzte um 20.30 Uhr. Ich bin total froh. Also ich hatte nicht damit gerechnet eigentlich. Also ich hatte damit spekuliert natürlich. Ich bin gerannt. Aber ich dachte nicht, dass ich es bei diesem Wind schaffe. Der letzte Abschnitt war wirklich schlimm. In der Nähe von Rostock. Ich bin sehr müde, ich habe viel investiert, aber ich bin mega froh, dass ich die Fähre nehme jetzt. Ich sehe, sie kommt, ich bin super gespannt. Dann fahren wir nach Dänemark. Also wirklich, der letzte Abschnitt war wirklich keine Tour, sondern eine Tortur, wie schon ein Zuschauer kommentiert hatte. So. Wir sehen uns gleich. Krass, die Fähre heißt Berlin.
Willkommen zurück, liebe Freunde. Ich bin in Getzter angekommen. Es ist sehr, sehr windig. Es ist 10.30 Uhr. Nee, es ist fast 11 Uhr jetzt. Ich fahre ein Stück weiter. Ich habe in der Nähe von Nykøbing schon einen Shelter geguckt auf der Karte. Und diesmal bin ich vorbereitet. Ich habe eine Rettungsdecke dabei, ganz klein, aber sollte mich warm halten, hoffe ich. Es ist sehr kalt. Bis später oder bis morgen, mal gucken. Es ist noch ein bisschen dunkel, aber es ist schon 3:45 und das ist die lange Brücke nach Folsingborg. Also ich erinnere mich nicht, wie die Stadt heißt. Eine große Etappe. Ja, also mal gucken, ob ich schieben muss, weil es ist wirklich windig. Geschafft! Also es war wirklich sehr, sehr spannend. Ich muss gucken, wie lange diese Brücke ist. Also ich schätze 5 Kilometer oder mehr. Und es war schon spannend, weil also es war wirklich windig und ich wurde links und rechts geschmissen. Und es war mega, mega hoch und ich leide an Höhenangst. Und es war wirklich ein Albtraum und natürlich sind meine Augen immer nach links gegangen, also zu gucken und wow. Zum Glück ist es vorbei. Willkommen zurück, liebe Freunde. Wir sind 100 Kilometer circa vor Kopenhagen, also mir fehlen 100 plus noch ein bisschen, um rein in die Stadt zu fahren. Ja, also wir fahren jetzt weiter, es ist 5 Uhr, ich habe mich noch mal hingelegt, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Die Nacht war sehr, sehr windig, unglaublich, aber es hat viel Spaß gemacht. Und ja. Wir fahren weiter jetzt. Ich hoffe, wir kommen früh an und ich hoffe, dass es nicht regnet. Heute haben wir die beste dänische Sonne hier. Liebe Grüße an Wolfmensch auf dem Velo, der immer mit Schnecken redet auf Fahrradtouren. Ja, Dänemark, Lande der Schnecken. Ich habe nie so viele Schnecken gesehen und es hat nicht mal geregnet. Und ich muss sagen, erfreulicherweise ist es nicht so feucht wie letztes Mal um diese Uhrzeit. Zwischen 5 und 7 ist immer meine schlimmste Zeit. Ich komme mega langsam voran, es ist noch windig und es gibt einen Hügel,
nach dem anderen. Also hier geht es ständig bergauf, bergab und jeder Anstieg fühlt sich wie der Brocken im Moment. Ich bin wirklich fertig. Es ist 6:45 und wir fahren weiter auf der Landstraße. Ein bisschen langweilig natürlich, aber sehr gut asphaltiert. Gut so. Weiter geht's. Folge 25. Ab und zu hat es ein bisschen geregnet, ein paar Tropfen Sprühregen, ein paar Minuten. Jetzt ist ein bisschen stärker, aber ich sehe, da ist schon wieder blauer Himmel. Stunden unterwegs und es fehlen ungefähr 50 Kilometer plus meine Runde in Kopenhagen und ich fühle mich besser als letztes Mal, als ich nach Bremen gefahren bin, aber ich habe nun geschlafen, also ich habe mich zweimal hingelegt, einmal für 2 Stunden und einmal für 1/2 Stunde, ja, es war zu kalt. Zurück, liebe Freunde, letzte große Pause vor Kopenhagen, die letzten 50 Kilometer. Ich musste mich nochmal hinlegen. Wie gesagt, ich habe nicht geschlafen. Letztes Mal hatte ich zumindest, ich war eingenickt. Diesmal war es mir wirklich zu kalt, wie ich euch erzählt habe. Habe ich eine Rettungsdecke dabei. Das, ich zeige euch, ja, ich habe in diese Mülltüte geschlafen. Eigentlich ist es ganz gut, also sie nimmt mega extra wenig Platz und also sie ist besser als nichts sowieso. Also diesmal, ich hatte wirklich lange Hose, Beinlinge, Regenhose, Pulli, alle Sachen, die ich letztes Mal nicht dabei hatte. Und es hätte funktioniert gut, aber es war einfach zu kalt. Also mit diesem Wind war es eiskalt und nach 20 Minuten habe ich angefangen zu zittern und ich habe mich ständig gedeckt, zugedeckt und eigentlich war mein Plan, dort in Nykøbing zu schlafen, bis es hell wird, damit ich ein bisschen ausgeruht die letzten Kilometer mache. Ich musste aufstehen und wieder starten, weil es war einfach zu kalt. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und seitdem die Sonne jetzt raus ist, geht es mir wieder gut, aber ich bin wirklich erschöpft. Ich freue mich auf Kopenhagen und ich habe gesucht hier einen Kaffee. Irgendwelche Bäckerei, ich habe noch keinen Kaffee getrunken, aber es gibt gar nichts. Nur Supermärkte. Naja, warten wir vielleicht dort am Strand. Jetzt fahre ich zum Strand. Entlang dem Strand und es gibt was. Mal gucken, ich freue mich. Das ist ein Fahrradweg. Ich frage mich aber, wo sind alle Leute? Also hier ist wirklich leer im Allgemeinen, aber ich gemerkt, also nicht so viele Leute sind unterwegs. Zum Beispiel hier an einem Samstag an diesem schönen Ort ist niemand da. Auch unterwegs sind sowieso wenige Leute.
diese Dinge aber nerven. Also es gibt diese alle 100 Meter gefühlt. Willkommen zurück, liebe Freunde, und willkommen in Kopenhagen. Ich bin endlich angekommen. Ich bin um 11 Uhr angekommen, aber jetzt ist es 16.20 Uhr. Ich habe den ganzen Tag die Stadt besichtigt. Sie ist wirklich, wirklich schön. Ich war schon hier, aber ich erinnerte mich nicht so gut und sie hat mir total gefallen. Und vor allem hier in Dänemark ist wirklich, Dänemark ist ein Fahrradfahrerparadies mit diesen tollen Radwegen, super asphaltiert und breit. Ich hatte schon gelesen und gehört, dass es gute Radwege gibt hier, aber das selbst zu erleben war wirklich ohne Worte. Es hat mich total, total gefreut. Auch in Deutschland aber war ein guter Weg, ich muss sagen, nach Rostock, Teterow, Lage, Machin, gute Fahrradwege, es war nur dieser Abschnitt in der Nähe von Schwand, aber auch keine Tragödie. Ja, also das Schwierigste an der Tour war der Wind, aber ich habe es mir selbst ausgesucht, also für mich das Schlimmste ist der Regen und grau, die Wolken für eine Tour, also aber wenn ein bisschen Sonne da ist, nehme ich auch ein bisschen Gegenwind in Kauf. Das war nicht ein bisschen, also ich muss sagen, in Dänemark auch starker Wind, aber vor Rostock zwischen Teterow und vor allem Lage und Rostock, ich habe nie einen solchen Wind gesehen oder ich bin nie gegen einen solchen Wind gefahren. Das war wirklich, ich habe Zweifel gehabt, ob ich in einer Stunde 10 Kilometer schaffe zum Hafen. Ja, ich habe mich total gefreut. Also das war wirklich also meine Haupttour, die Tour des Jahres. Und ich hatte wirklich Zweifel, ob ich es schaffe. Und ich bin wirklich, wirklich froh. Auch froh, mein Fahrrad hat es auch geschafft. Es bringt mich überall hin. Und ja, jetzt müssen wir neue Ziele für das nächste Jahr finden. Aber wir haben noch ein paar für dieses Jahr. Und ja, also diese Tour wollte ich in August eigentlich, es war ein bisschen spontan dieses Wochenende, aber ich hatte total Bock, jetzt diese Tour zu machen, noch solange die Tage auch so lang sind, weil sagen wir bis 11 Uhr war noch ein bisschen hell. Morgen ja, fahren wir nach Hause und ja, schlecht, weil es gibt keinen Zug. Der einzige Weg, um nach Hause zu fahren, ist mit dem Zug zurück nach Nykøbing und dann mit dem Fahrrad fahren bis Gedster und dann die Fähre und dann der Zug. Also es wird auch ein Abenteuer. Aber ja, die Fähre war wirklich schön. Es war, also ich bin wirklich super froh über diese Tour. Ja, also ich hoffe, dass diese Tour auch euch gefallen hat, obwohl also ein bisschen in der Dunkelheit stattgefunden hat. Und ja, was kann ich sagen? Vielleicht nächstes Mal geht es wieder nach Tschechien und bis dahin immer eine Hand am Lenker lassen. Don't know how long this will linger, but I'll try to